Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Das letzte Mal haben wir begonnen mit dem Lagerraum. Wir brauchen für die Tür noch eine Druckplatte. Und zwar, in diesem Fall machen wir die Druckplatte auch innen, weil, wenn wir in den Lagerraum gehen, wer in den Lagerraum eingesperrt wird, ob Zombie, ob Spieler, wer auch immer, der kann natürlich hier nicht mehr raus. So. Das heißt, als nächstes bauen wir uns Kisten. Wir brauchen mehr Holz. So, wie viele Kisten brauchen wir? Und zwar, ich hätte gesagt, wir bauen uns, ja, so 8 Kisten mal. Schauen wir. Und rein. So, und die Kisten können wir nicht so nebeneinander stellen, weil da geht nicht. Deswegen, ja, die hätte ich stehen lassen können. Deswegen, wir wollen ja auch Platz und Raum haben. Machen wir hier und hier. Sehr schön, sehr schön. Und haben einen geräumigen großen Lagerraum, ohne dass wir Platzangst kriegen, weil in anderen Lagerräumen kriegt man immer Platzangst. Wir können das schon noch machen, dass wir sagen, wir nehmen diese Kiste, wir nehmen diese Kiste und diese Kiste. So. Und ruppen hier alles raus. Hier, hier und hier und hier. Ärgern uns wegen des anderen Holzes. Oh nein, du hast es schon wieder getan. Anderes Holz, wie kannst du das machen? Das andere Holz, das Holz. Ja, das ist so passiert. Es war ein Unfall. Es hat so eine Eigendynamik bekommen. Das Holz. So. Hier die Wand wieder hinein. Ja, was macht Rezampar denn hier wieder? Ja. Wie das da oben aussieht. Nein, so kann es nicht lassen. Nein, du lässt das auch nicht. So, wir haben hier eine Nische. Wer will die Nische? Niemand. Hey, Rezampar, keiner will die Nische. So. Super, oder? Ja. Und hier auch so eine Nische. Da haben wir jetzt gleich wieder das Holzproblem. Das Erdproblem. Weil wir ja hier und hier aufgraben müssen. Das heißt, wir machen das vorsichtig. Machen hier die Decke rein. Nein, nicht so! Habe ich mich versetzt? Ey, du hast den Lagerraum versetzt. Nein, nicht so versetzt. So und so, schon haben wir die Decke. Ja, da die Rückwand. Das, oh ja, schön. Oh, schön, schön, schön. So, und diese Wand auch. Wir merken uns das, was wir hier verbrochen haben. So, 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 so. Und so und so. Und du. Oh, und uns ist eine Höhle. Tatsächlich. Hier kommen wieder die polierten Granitplatten rein. Ja. Und wir haben keine Kisten mehr. Gut. Dann müssen wir Kisten machen. Dazu brauchen wir wieder Holz. Nehmen wir diesmal, Nein. Habe ich das falsche Holz genommen? Oh mein Gott, ein Fehler nach dem anderen. So, Fichtenholz. Ja, wir werden das ganze Fichtenholz hier verbrauchen. Ja, so. Jetzt haben wir aber nur 7 Kisten. Naja, macht ja nichts. So, 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 so. Upsi. Ja. Und wenn man jetzt hier reinkommt, also, was sagt ihr? Ich krieg da Platzangst. Ja, ihr... Ja. Ja, ich wollte nur dieses hier. Und zwar diese zwei, das war ja Pfusch am Bau. Das wollte ich beheben. Sowas darf natürlich nicht sein. Gar nicht. Nein. Das darf nicht sein. So. Ja, schön. Ja. Herrlich eigentlich. Und mit Bruchstein.
machen wir uns Öfen mit Öfen der Öfen. So. 4 davon. Und das wird herrlich, weil die kommen da rein. Die Öfen. So, ihr die Öfen. Da oben die Erde raus. Sehr gut. So, fertig ist die Öfen. Le Fackel. Und gut ist es. Das muss natürlich auf Holz gebaut sein. Ja, Öfen immer auf Holz stellen. Und damit wir hier den Eingang auch markieren, wir hier in den Boden hinein eine Truhe und haben hier die Öfen. Öfen. Der Öfen. Und jetzt habe ich eine herrliche Idee. So, so. Sehr schön. Herrlich. Das ist das, was etwas stört, aber damit muss man leben. So. Wir legen ab die Kiste. Le Kiste. Und gehen einmal nach draußen. Das hat sich angehört, als würde mir ein Creeper nachlaufen. Diese sandweichen Lauffüßchen. So, so. Wow, so, 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 so. Ja. Und irgendwann, wenn jemand einmal diese Bäume umhaut, wird er sich denken, wieso ist da Holz drunter? Und wird unseren Geheimraum entdecken. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass er ihn entdeckt. Nein, wenn er das Holz wegnimmt hier, dann entdeckt er ihn natürlich. Natürlich. So, aber ich glaube... Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Also, wenn da noch irgendwo eins drunter ist, dann ist es mir ehrlich gesagt egal. Sehr gut. Wow, eine Fackel. Es war noch eine Markierungsfackel von den Grabungsarbeiten. Oh, die Grabungsarbeiten für... Au! Oh, für den Tunnel. Oh. So, meine lieben Tierschützer, nicht Tierschmutzer. Es tut mir jetzt echt leid. Wirklich leid. Jupp. Ja, wieso, ja, sorry. Sorry. Ja. Ja, jetzt bleib doch stehen. So. So. Ja, ja. Oh, gut. Ja, das muss sein. Das muss sein. Jetzt. So. So. Wir haben 7 Leder. Ist gar nicht schlecht. Wir haben 4 Babys. Das heißt, ja. Ja. Ihr Armen. So, 20 Fleisch. 7 Leder. Das ist echt gut. So, wir schauen da noch kurz rein. Das nehmen wir mit. So, und zwar, was ich hier vorhabe, ist nichts Schlimmes mehr. Nein, und wir bauen nicht alles um. Nein, gar nicht. So, das Fleisch und das Leder können wir hier einmal rausnehmen. So, und zwar, ja, das muss man schon so machen, ja, und hier so und so, hier, hier, ja, das ist auch gut, hier, hier, so, ja, so, so, so. So und so, sehr schön mit diesen Halbblöcken. Ja, sehr, sehr herrlich ist das. So, so. F-
Fackeln können wir da zwei nebeneinander anbringen. Es ist ein Wahnsinn. So, ja, schön. Ja. Das ist alles gut. Ja, raus. So, dafür sage ich euch jetzt gleich, was ich da geplant habe mit diesen Halbsteinen da. Weil das ist viel Birkenholz. Wir nämlich hier eine Kiste herbauen und hier, wenn wir sie nämlich so an die Decke setzen, kriegen wir sie nicht auf. Sie ist darüber so ein Halbstein, kann man es aufmachen. Super, oder? Das macht den Lagerraum gleich etwas effizienter. Ich würde gerne auch hier... Natürlich, man sieht, was hier geschieht. Ja, toll, ich kann da Fenster machen, Deckenfenster. Auch keine schlechte Idee. So. Und so. Und den tausche ich auch noch aus. Ja, da müssen wir wieder so eine Tarnsache machen. So. Aber mir ist das vorerst wichtig, dass wir hier den Raum auch richtig gut nutzen können. Ja, die Fackel direkt an der Kiste ist vielleicht doch nicht so aus brandschutztechnischen Gründen eher ein Schmarrn. So. Und hier kommt auch noch, da ist das eher weniger Problem, nehme ich an. Genau, da kommen wir nicht raus. Also kommen wir nicht raus, natürlich kommen wir raus. Aber nur auf die Erde. So. Auch hier aus brandschutztechnischen Gründen die Fackel weg. Sehr gut. So. Ja, besser. Ja, besser. Und zwar so und so. Schöner, oder? Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Aber nein, mache ich nicht. Nein, nein, nein. So, raus. Zwei Reservekisten. Leder. Was mache ich noch mit dem Leder? Keine Angst, nur eine Kleinigkeit. Ich zeige nur diese Folge noch, was wir da machen. Und zwar haben wir jetzt die Bilderrahmen. Schön. Hier in diese Kiste habe ich vor, Erde reinzugeben. Und in diese Kiste Bruchstein. Jetzt muss ich immer nur merken, Erde, Bruchstein. Das heißt... Ich schmeiße hier einfach Bruchstein rein. So, das nehme ich alles mal runter. Ja, das kann auch so sein. So, und in diese Kiste kommt die Erde rein. Jetzt gehen wir raus zur Erdferkelkiste. Die bauen wir ab. Was passiert? Ja, das ist eine Menge Erde. Erde. Einschlichten. Ich drücke Shift und schlichte die Erde ein. Hier. Mehr Erde. Ja, ich habe es gesehen. So. Die eine Reservekiste nehmen wir gleich wieder raus. Jetzt haben wir auch viel mehr Platz für diese Erde. Ja, okay. Macht nichts. Und den ganzen Bruchstein nehmen wir auch mit. Bruchstein. Ja. So, fertig. Bruchstein. Der kommt ja unten rein, haben wir gesagt. Bruchstein. So. So, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Vielen Dank wieder fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.